Ich habe verloren. Aber jetzt sag ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Und zwar das erste Mal, dass du verloren hast. Und noch lange nicht das letzte Mal. Denn ich werde mich zum stärksten Trainer mausern, den die ganze Welt je gesehen hat. Als erstes kämpfe ich mir gleich mal den, knüpfe ich mir als erstes mal den Arenaleiter von Erzlingen vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Training ist hier gar nicht nötig. So, dann nutze ich gleich mal die Gunst der Stunde. Speichere mal. Auf dem DS war das damals bitter nötig. Weil wenn der DS ausgegangen ist, wenn da die Konsole alle war und die Batterie leer war, der Bildschirm schwarz wurde, da ging die Konsole auch aus. Das ist, bei der Switch ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Da riskierst du nicht den ganzen Spielstand. Kannst halt einfach weiterspielen. Wird nur ins Home-Menü gebracht. Beim 3DS früher, beim DS und auch, ich glaube beim 3DS auch noch. Wenn die Konsole alle ging, uff, dann war es Drama groß. Wenn man vergessen hat zu speichern. Speichern tun wir gleich nochmal. Doppelspeichern ist immer wichtig. Und dann lege ich aufgrund des niedrigen Akkustands hier auch mal eine kurze Aufnahmepause ein. Eine kurze längere Pause. Bis dann. Und damit seid grüßen meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelodum zu einem neuen Part oder zu einer neuen fortgesetzten Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das jetzt schneiden werde später. Willkommen zurück oder ja, willkommen zum neuen Part. Hier sind wir auf Route 203 auf dem Weg nach Erzlingen. Und ja, zum ersten Orden dieser Edition, dieser Generation. Hallöchen, wer bist du denn? Wusstest du eigentlich, dass das ganz oben in deiner Teamliste aufgeführte Pokémon als erstes in den Kampf geschickt wird? Nein, absolut nicht. Ist mir komplett neu. So, da jetzt müssen wir hier auf dem Weg nach Erzlingen. Da geht's lang, aber wir machen kurzen Abstecher. Hier, das ist der erste Trainer hier auf dieser Route. Den fordern wir erstmal heraus. Kurzer Kampf gegen den Knirps. Knirps Philipp fordert sich heraus. Ein Blitzer. Wildes Blitzer. Los, Ikerikus. So, was haben wir denn hier? Ruckzuckieb. Let's go. Let's go, Ikerikus. Das ist nicht mehr Let's go, Evoli. Das ist jetzt Let's go, Ikerikus. Auf geht's. Ich muss mir mal neue Namen für Pokémon ausdenken. Die wir eventuell mal demnächst fangen werden. Da haben wir noch 4 Slots frei im Team. Und vielleicht werden wir den einen oder anderen mal irgendwann austauschen. Also sollten wir Namen vor. Ich würde mir Namen einfallen lassen. Das wären erstmal Mods, glaube ich. Das hatte ich vor. Erstmal das Team. Das Team Zwergenfürst. Auf Discord. Ist da so. Okay, muss natürlich gut drüber nachdenken, welches Pokémon ich fangen will und wer jetzt welchen Namen kriegen will soll. Okay, bisher habe ich 0 Schaden gekriegt, also das ist, Blitzer setzt nur Heuler und so ein, das ist schön für mich, wird ein leichter Kampf. Neue Erfahrungspunkte. Als nächstes Zubat, ja, wird ein leichter Kampf. Ich will weiterkämpfen. So. Kirikus vs. Zubat. Ja, muss ich mich nicht drum sorgen, auch wenn er jetzt Absorber einsetzt. Das ist, ja, auf dem Level gegen den Zubat. Das ist, ja, Zubat. Level 5 Zubat. Das ist, müssen wir drüber reden.
Also, ich werd wahrscheinlich auch im ersten Ohr noch nicht zittern. Das ist eventuell, wenn ich es. Ich habe auch, man sieht es auch hier schon, das ist verblödet, man sieht es hier, der EP-Teller ist nicht ausgeschaltet, also zittern vor Kämpfen, vielleicht in der Top 4 dann vor Cynthia, bei Cynthia werden wir dann eventuell ein bisschen zittern müssen. Aber es ist so die Kämpfe hier, es ist, ja, eigentlich die ersten Kämpfer. Das wäre schon. Der hält sich ziemlich gut, der Zubat hier. Das ist mit seinem Absorber und hat Kirikus hingekriegt, verwirrt zu werden. Tja. Knirps Philipp wurde besiegt. Ich wollte eh jetzt mal im nächsten Pokémon Center mal nochmal aufladen, bevor ich weitergehe. Glitz 380 Pokémon Lernen gehst du Sieg aus dem Kampf gegen Knirps Philipp hervor. So. Hier können wir mal rüberhopsen und ein Item besorgen. Nicht ein Pokéball. Und hier in dieses rohe Gras müssen wir jetzt nicht unbedingt. Das werden wir. Wir werden woanders noch Pokémon finden. So. Lumina City war das nicht. Ich habe mal dann. Wait, das ist jetzt peinlich. Die Stadt hier haben wir erkundet. Zu Genüge. Fuck, Lumina City war Pokémon Y. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Stand da gerade oben. Eigentlich rechtzeitig hingeguckt. Jubelstadt, natürlich Jubelstadt. Wie konnte ich es vergessen? So, auf und zu Gras. Wir können auch den Trainer umgehen müssen, weil es ja auch wirklich nicht. Das ist. Können wir machen, müssen wir nicht. Das Trainer umgehen ist jetzt hier wirklich. Ist ja eh egal. Knirps Detlef setzt zu groß ein. Los, Kerikus. Du kämpfst noch weiter. Also er ist wieder aufgeladen. Es ist frisch im Kampf. Und zu tief. Mal schauen, ob wir hier im hohen Gras. An dieser Stelle müssten wir auch gleich, glaube ich, schon einen neuen Pokémon finden. Mal schauen, ob wir hier ein neues Team kriegen. Ihr könnt euch auch schon vorstellen, warum ich auch hier schon nach dem Suchrund Leute, die aufmerksam zugeschaut haben, wissen es eigentlich auch schon, weil wir haben das Pokémon schon gesehen, was ich ins Team aufnehmen wollte. Ich war da aber zu sehr verwirrt irgendwie. Das ist, und ich habe mich noch ein bisschen. Ja, ich war noch am Überlegen, aber jetzt. Damals ein Pokémon Diamant. Und seit jeher kriegt man das Pokémon hier. An dieser Stelle müsste man das im hohen Gras finden. Mit sehr viel Glück so und Shiny. Das hätte ich schon, das wäre schon ein starkes Team, das würde schon sehr gerne das Team nehmen. Mal schauen, ob wir es finden. Jetzt bin ich traurig. Du nimmst 392 Pokémon-Dollar und jetzt kriegst du einen Kampf gegen den Knirps hervor. Ein weiteres Schulkind abgezogen. Ein wildes Abra erscheint. Nein, davon habe ich nicht geredet. Das ist. Könnten wir auch versuchen zu fangen, aber das ist ja hier erfahrungsgemäß. Ja, Flucht. Ja, genau das. Das war das Problem bei Abra. Jetzt sind wir mal geflüchtet. Such ein anderes Pokémon eigentlich hier. Nein, dich auch nicht. Zerputz. Zerputze. Ihr wisst doch schon längst, was ich suche, oder? Na komm.
Du nicht? Ich habe schon. Ich habe schon Starrelli. Muss man hier echt so lange warten hier drauf? Genau. Ein Scheinungswild erscheint. Los, Inkelkus. Ein weibliches. Oha. Okay, da habe ich schon einen Namen für. Ruzukip. Mach's nicht gleich alle. Wir wollen es natürlich fangen. Level 5 auch. Okay, ja, das wird. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht trainieren, habe ich gehört. Müssen wir nicht. Weil der Level-Ding uns das mitlevelt. Aber ja, gut, wir können es trotzdem mal versuchen. So, Pokéball, Heilball. Nee, Pokéball, ich bleibe erstmal bei den Pokéballen. Da haben wir genug von. Heilungs. 1, 2, 3. Bleib jetzt dran. Klasse, Shenox wurde gefangen. Erfahrungspunkte erhalten. Für Shenox wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bei Gefahr lässt es sein Fell aufleuchten, um Reis auszunehmen, solange der Gegner geblendet ist. Möchtest du den Shinox einen Spitznamen geben? Unbedingt. Und zwar nennen wir dieses Shinox, dieses weibliche Shinox, Mary. Mary wurde in dein Team aufgenommen. Auf jeden Fall. Neues Teammitglied, ja. Dem neuen Teammitglied würde ich auf jeden Fall nochmal zum Pokémon Center gehen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt nötig ist. Da ich vielleicht auch ein bisschen Training versuchen will. Schadet's nicht. So, ins Pokémon Center. Dann tun wir es auch mal gleich nach oben. Damit es als erst angreifen darf. Guck mal, wie wir fit machen. Meine drei. Alle drei. Vielen Dank für deine Geduld. Guck mal, sind die topfit. Komm schnell wieder, geh schnell wieder K.O. Achso, ja, hier mache ich das. Achso, ja, hier. Guck mal, bewegen. Ab nach oben. Warte, nee, so nicht. Nicht tauschen. So hier. Auf geht's. Ich darf das neu gefangene Shinox mal ein bisschen trainieren. Hier beim nächsten Trainer. Ich suchte nach einem Pokémon und fand einen Trainer. Was war an dieser Rausschwenk hier? Das war jetzt aber gerade ganz unelegant. Göre Annette, setz bitte die Zeilen. Los, Mary. Darf jetzt das erste Mal kämpfen. Als Donnerschock. Auf geht's. Los, Mary, Donnerschock. Brutzel. Schocke es zu Tode. Zerbrutzle es mit deinen elektrischen Schockattacken. Noch hast du nicht viele, aber ja, Mary ist unser Elektro-Pokémon hier im Team. Level 9 für Ikirikus. Flügelschlag, sehr schön. Und noch kein neues Level für Mary, aber gleich. Und Donnerschock, sehr effektiv. Ach, steht jetzt so drunter. Habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Und Donnerschock. Uha,
Das war sehr, sehr effektiv. Staravini wurde besiegt. Level up. Level 6. Knospi. Ich kämpfe natürlich weiter. Und Brutze, Brutze, Donnerschock, Knacks. Okay. Insomnia. Aha. Ach du Schande. Dann vielleicht lieber Tackle. Wirkt das mehr? Nicht wirklich, aber ein bisschen. Na gut, Tackle was zu Tode. Los Marie. Zu Tode getickler. Auf geht's. Mach's alle. Stunden später. Ja, nach dem letzten Kampf, der sofort jetzt hier, den letzten Pokémon, was hier mit Donnerschock-Attacke sofort weggewurzelt wurde. Dann wirkt das jetzt hier natürlich ein bisschen, naja. Trotzdem gekämpft. Sag ja nix. Gyranette wurde besiegt. Huch, das war's ja schon. Gewinnst 352 Pokémon und dann geht die krasseste Kampf gegen Gyranette hervor. So, weiter geht's. Nächster Trainer. Oh, erstmal ein Grasbüschel. Ein wildes Stalin erscheint. Nee, lass uns fliegen. Ist jetzt nicht nötig. So Einzel-Pokémon-Training ist jetzt nicht wirklich das Dringendste. Du kommst genau richtig für ein Kräftemessen und danach trete ich in der Pokémon-Arena an. Oder auch nicht, wenn du verlierst. Dann rennst du heulend zurück zu deiner Mami. Knirps Sebastian setzt Machodo ein. Los, Marie! Ist Elektro eigentlich effektiv gegen Macholo? Gegen Stein? Müssen wir ausprobieren. Wenn ja, können wir es gebrauchen in der Arena. Naja. Ich glaube, da war Wasser eigentlich am besten. Und das ist. Gut, wir haben Feuer, Flug. Und Elektro jetzt bisher. Aber die erste Arena wird dieses. Das braucht man ganz keine Gedanken zu machen. Das wird jetzt hier. Nicht die Schwierigkeit, das ist jetzt hier. Da brauchen wir wahrscheinlich noch nicht vorzittern. Das kriegen wir wohl schon irgendwie hingebacken. Das ist hingebogen. Es wird jetzt nicht so das Drama. Na komm schon. Lass dich nicht besiegen, würde ich gerade sagen. Ja gut. Los, Icaricus. Dann kämpft der nächste. Flügelschlag können wir jetzt mal gleich mal ausprobieren. Auf geht's. Mach den Rest. Mach Hollow wurde besiegt. Modi erreicht Level 11. Icaricus hat auch was gekriegt. Vielleicht bin ich doch nicht bereit für die Arena. Du gewinnst 392 Pokémon-Dollar, klaust das Taschengeld eines kleinen Schuljungen und schickst ihn weinend zurück zu seiner Mami. Widerlich. Ich habe einen hübschen Orden vom Arena-Leiter in Erzlingen bekommen. Und schaffst es nicht, mich zu besiegen. Ja, gut. Gyre Madeline. Madeleine. Seltsamer Name.
Oha, der Kampf hat die genannten Stachel Level 15, Stachel Level 9. Ja gut. Dann wissen wir, wie es ausgeht. Das wissen wir sowieso. Aha, den Ohren hast du gekriegt. Den ersten Ohren hast du. Kann ich den mal sehen? Ich glaub's nicht so wirklich. Ich kauf dir das nicht so ganz ab. Mit einem Staralini und einem Bidizam-Team. Nee, ich glaube, ich kauf ihr das wirklich nicht ab. Darf ich die Ohren mal sehen? Der ist gefälscht, oder? Mit dem Team? Du hast ein anderes Team genommen, oder? Du hast noch ein anderes Team auf der Box, oder? Und nimmst nur zwei mit in die Wildnis. Ah ja. Level 10. Jetzt wird hier Mary natürlich nicht trainiert, weil sie Game Over ist. Du gewinnst 380 Pokémon und gehst die Kosten im Kampf gegen Gyre, wie auch immer sie hieß, hervor. Die mit dem ulkigen Namen. Und da ist noch ein Item. Sprühdose Schutz. Wir könnten was mal gebrauchen. Scheinungswild erscheint. Ja, noch brauchen wir Schutz nicht so dringend. Brauchen wir dann später, wenn es dann lästig wird. So, mal kurz heilen. Dann können wir weiter. In die Höhle geht's dann rein, wenn ich mich nicht komplett irre. Dann gibt's da ein paar weitere Trainer in der Höhle. Dann müssten wir auch schon da sein. In Erzlingen. Unsere Pokémon sind wieder fit. Auf geht's. Level topfit. Ja, Mary muss ein bisschen trainiert werden. Die anderen sind auf Level 10 und 11, die schaffen es schon. Mary muss ein bisschen. Sie muss zumindest am Leben sein, damit sie hier die Erfahrungspunkte kriegt. Oh, hier haben wir einen Wanderer. Na, sieh mal einer an. Du hast dir einen Pokéball. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün hinter den Ohren. Wie? Aber das ist nicht wie weiter schlimm. Hauptsache, dein Herz schlägt für Pokémon. Und daher schenke ich dir diese TMs. Du heißt TM98. Du verstaust die TM98 in der TM-Tasche. Die TMs erhalten die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es dir, Pokémon auf der Seite, auf der Stelle Attacken beizubringen. Doch überleg dir genau, wenn du sie verwenden möchtest, willst, denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf den Pokéball zu installieren. Aha. Wählst du über die App VM-Attacken die Attacktumme raus, kannst du so lästige Felsen aus dem Weg räumen. Um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Ohren der Erzlingen-Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor die dafür nötige Arena-Ohren erlangt hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. VM-Attacken. Du kannst über ein Pokéball-App VM-Attacken einsetzen, um so Hindernisse zu beseitigen. Das ist ja großartig. Die Zeit der VM-Sklaven ist also abgeschafft. Die ist vorbei. VM-Sklaven sind. Müssen wir kein Pokémon mehr dafür versklaven, was wir dann im Team auf dem 6. Platz halten. Was für uns Zertrümmerer, Surfer, Zerschneider, Flug und sonst was noch hält, was uns die ganzen VM-Attacken im Team hat, was wir eigentlich gar nicht brauchen und somit nur 5 Plätze im Team frei haben.
Haben wir jetzt alles in der App? Das ist ja großartig. Das ist. Das Bookage haben wir jetzt wo? Ist auch gerade nicht eingeblendet. Können wir eh erst später. Und Bus können wir eventuell mit nach. Ach so, okay, da können wir nicht lang. Ein Zubat-Wild erscheint. Ach ja, ich hab's gewusst. Ein Zubat-Wild erscheint. Was sonst in einer Höhle? Was sonst? Ich wäre überrascht, wenn es kein Zubat gewesen wäre. Nein, wir fangen uns kein Zubat. Nein, das will ich nicht im Team. Natürlich nicht. Wozu? Wir haben Staralini. Generell nicht. Nein, nein, nein. Kein Zubat. Auch wenn sich da später das Xbox in einem Bad entwickelt. Aber nein. X-Bad wäre schon, ist schon verlockender, aber nein. Wirklich nicht. Jetzt haben wir verwirrt, ist verdammt. Ein Trainer. Wir nehmen Herausforderungen überall und jederzeit an. Das zeichnet uns Trainer aus. Camper Ole fordert dich heraus. Phoenix. Los, Marie. Mit Ruhe von Shanks. Okay. Marie ist verwirrt. Ich hoffe, du kriegst das trotzdem. Oh, nichts effektiv stand da. Das ist Mist. Ja gut, Shanks. Auf Shanks ist das natürlich. Gut, hätte man sich denken können. Dann vielleicht Stickle. Bleibt aber auf jeden Fall am Leben. Wenn ich mir so Tränke einsetzen oder zurückziehen. Sie braucht die Erfahrungspunkte. Das sieht gerade nicht gut aus. Heute können wir unseren ersten Trank einsetzen. Wenn wir sie schon haben, können wir es auch nutzen. Die Tränke. Na komm, ich kann den Kampf ruhig schaffen. Auch wenn es zwei oder drei Tränke benötigt. Na komm, das kriegen wir hin. Und sonst so. Tja. Ja, mit Tickeln, Pokémon zu besiegen, ist halt relativ. Das dauert halt erstmal. Wenn die stärkere Charakter, die stärkere Attacke nichts bringt. Darf ich so mal ein bisschen heilen. Sollen sie ja nicht K.O. gehen. Silberblick. Schwächt, glaube ich, die Attacken. Das ist natürlich so semi-gut. Oha! Das war definitiv ein Volltreffer. Das hat reingehauen. So Shinox besiegt. Levert. Hurra. Marie erlernt Ladevorgang. Das ist praktisch. Da hat wohl das Training nicht ausgereicht. Wenn es 392 Pokémon Donner gehst, siegreich gegen den Pfadfinder hervor. Man könnte sich auch an ihr vorbeischleichen. Da hinten ist genügend Platz, aber das müssen wir nicht machen. Nicht nötig. Picknicker. Ach, Picknickerin Heidi. Jetzt Knusper. Picknicker sind sie also. Ich sag trotzdem Pfadfinder. Sieht wie Pfadfinder aus. Ist auch Pfadfinder. Ich riskiere es mal. Ich versuche es mal aus, den Attacken.
weißt, was die bringt. Und wahrscheinlich nicht viel. Gnadevorgang. Nein, der hält sich auf. Ach, das ist eine defensive Attacke oder was? Ja, gut. Angriff ist die bessere Verteidigung. Ah, gut, das war nicht effektiv. Verdammt! Nicht gut. Volltreffer. Dann hat es nicht gebracht. Naja, gut. Nicht gebracht ist was anderes. Am Tech ist effektiv. Am ersten Mal. Wir haben noch ein paar Tränke. Unser erst neues Level kriegen. Es hält sich selbst. Ja, von mir aus soll es machen. Los, Tickel. Na komm, es ist effektiv. Oha, ja, das ist effektiv. Das kann man so sagen. Na komm, auf geht's. Ja, absorber bringt da nicht viel. Nicht bei dem wenigen, was das abzieht. Später dann, ja, später. So Richtung Top 4 dann, im letzten Orden. Wenn es dann die halbe KP abzieht, uha. Und weiterkämpfen natürlich, weiterkämpfen. Hinton. Müssten da nicht Elektroattacken. Müssen da noch reinzimmern wie nix, oder? Wie höre ich mich da? Oha, auf jeden Fall. Einen guten Schlag wird dir nicht viel helfen. Gekillt. Na, das war leicht. Da war es vorüber, Moment, Anton. Big Bang Run, Heidi wurde besiegt. Heidi, Heidi. Deine Welt ist das Abflussrohr. So wie du hier verloren hast. Auf jeden Fall. Ich schätze, man kann auch eine Niederlage irgendwie feiern. Jetzt kommt 80 Pokémon Dollar und sie sieht aus dem Kampf gegen Heidi hervor. Und da sind wir in Erzlingen. Hurra! Erzlingen, eine Stadt voller Energie.